Hallo, ich bin die Claudia und arbeite als Radiologietechnologin in der Strahlentherapie. Hallo, ich bin die Marilis und ich arbeite in der Strahlentherapie. Also zu unseren Aufgaben zählen eben die Computertomographie, wo jeder Patient einmal, nachdem er bei der Begutachtung war, beim Arzt kommt, wo dann die Planung gemacht wird. Wenn das CT gefahren ist, dann kommt das Ganze in die Physik, dort wird der Plan dann gerechnet. Und wenn der Plan vom Arzt freigegeben worden ist, dann kommt der Patient zur Bestrahlung. Und am Gerät, am Bestrahlungsgerät, zählt dann zu unseren Aufgaben, eben den Patienten so zu lagern, dass er dann auch richtig bestreut wird. Und es werden zu Beginn Kontrollaufnahmen gemacht, mittels OBI, ob der Patient auch richtig liegt. Und da kann man dann eventuell nochmal Lagerungskorrekturen eben vornehmen. Und ja, während der Behandlungszeit es zählt dann noch zu unseren Aufgaben, eben Arztgespräche einzugeben, routinemäßig oder wenn der Patient irgendwelche Beschwerden hat. Oder halt Blutabnahmen und Harnkontrollen und solche Sachen. Da haben wir zum Beispiel Röntgenaufnahmen, wo man quasi das Ursprungs-Röntgenbild sieht und dann das Röntgenbild, was vor der Bestrahlung gemacht wird. Und da kann man dann erkennen, ob Abweichungen sind und die gegebenenfalls dann korrigieren. So kann man dann sicher gehen, dass der Patient wirklich immer in der richtigen Region bestrahlt wird. Unser Arbeitsalltag ist sehr vielfältig. Wir haben viele verschiedene Bereiche, in denen wir tätig sind. Jetzt zum Beispiel befinden wir uns gerade am CT, wo der Patient eben seine erste Station hat. Wir haben dann noch 5 Bestrahlungsgeräte, wo wir regelmäßig wechseln. Und dann gibt es nur die intraoperative Radiotherapie und die Dosimetrie. Was mir an der Sparte eben voll taugt, ist eben, dass man immer die Möglichkeit hat, sich vorzubilden und dass man ein bisschen in der Weltgeschichte herumkommt. Und was mir da drinnen auch viel selber hilft, sage ich mal, dass ich mit dem Gedanken ausgehen kann, ich helfe dem Patienten mit meiner Arbeit. Ich arbeite jetzt seit einem Jahr in der Radioonkologie und habe vorher die 3-jährige Fachhochschule für Gesundheitsberufe gemacht. Und habe mich speziell für die Radioonkologie entschieden, weil mir der Umgang mit dem Patienten sehr wichtig war und ich das sehr genieße, dass ich einen Patienten über lange Zeit hinweg quasi behandeln kann, mich darum kümmern kann. Und der technische Aspekt hat mich natürlich auch sehr daran gereizt, dass man einfach an die Geräte arbeitet und da eine Herausforderung hat.